Sebastian Baumgartner, geboren 12. Mai 1980 in Pforzheim, wohnhaft in Murnau am Staffelsee, ledig Hotelkaufmann, seit dem 19.09.2008 in Untersuchungshaft in der JVA München-Stadelheim. Im August 2008 verstarb Bernd Baumgartner, der ältere Bruder des Angeklagten, weil er nach übermäßigem Alkoholkonsum an seinem eigenen Erbrochenen erstickt war. Am 18. September 2008 erfuhr der Angeklagte, dass der Maurer Carsten Lehmann seinen alkoholkranken Bruder, obwohl dieser seit einigen Wochen erfolgreich eine Entziehungskur gemacht hatte, am Abend vor seinem Tode zum Trinken animiert haben und ihn später auf dem Nachhauseweg hilflos alleine zurückgelassen haben soll. Um Carsten Lehmann deswegen zur Rede zu stellen, suchte der Angeklagte ihn wutentbrannt auf der Baustelle seines Einfamilienhauses in Murnau am Staffelsee auf. Dort kam es gegen 18.15 Uhr auf dem Gerüst in Höhe des ersten Stockwerkes des Rohbaues zu einem heftigen Streit zwischen den beiden. In dessen Verlauf versetzte der Angeklagte dem 28-jährigen Carsten Lehmann in Tötungsabsicht einen heftigen Stoß. Carsten Lehmann stürzte daraufhin über das Baugerüst 4 Meter in die Tiefe und prallte mit dem Kopf auf eine Betonmischmaschine auf. Er litt einen Genickbruch, an dem er unmittelbar verstarb. Der Angeklagte wird somit des Totschlags beschuldigt, strafbar gemäß dem Paragraphen 212. Herr Baumgartner, es steht Ihnen frei, ob Sie zu der Anklage Stellung nehmen. Wollen Sie sich zum Vorwurf äußern? Ja, ich kann dazu nur immer das wieder dasselbe sagen. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe Carsten auch nicht von dem Gerüst gestoßen. Mhm. Das ist Blödsinn. Erklären Sie sich dann, dass der Tote einen Wollfaden in der Hand hatte, der laut einer Laboranalyse eindeutig von einem Ihrer Pullis stammt? Ja, ich habe ja nie abgestritten, dass ich Carsten auf der Baustelle einen Tag besucht habe. Mhm. Und ich gebe auch zu, dass wir uns gestritten haben. Wann haben Sie den Carsten Lehmann besucht auf der Baustelle? Das muss so gegen 18.15 Uhr gewesen sein. Und worum ging es bei dem Streit? Ja, also Carstens Frau hat mir eben an dem Tag gebeichtet, dass Martin, also der Kumpel von Carsten und er, eben mitschuldig sind an dem Tod von Bernd, meinem Bruder. Also ob die beiden tatsächlich mitschuldig sind, das ist noch zu klären. Es ist ja ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden gegen Martin Egger aufgrund der Aussage der Franziska Lehmann wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Ja, natürlich haben die Schuld. Das war doch unter aller Sau, was sie gemacht haben. Mein Bruder war gerade 2 Wochen trocken. Und den beiden Vollspasten fällt nichts Besseres ein, als ihn zum Saufen zu überreden. Und dann noch mehr, lassen sie ihn völlig besoffen, völlig hilflos auf einer Parkbank elendig verrecken. Natürlich haben die Schuld. Naja, und das war eben dann auch der Grund, warum ich eben zu Carsten auf die Baustelle gefahren bin. Ich wollte ihn halt zur Rede stellen, wollte halt mal wissen, was das alles sollte. Kam es denn zu einer körperlichen Auseinandersetzung? Ja, also... So heftig, wie Sie gerade reagieren? Ja, ich war halt super wütend und da gab es halt eine kleine körperliche Auseinandersetzung. Das heißt? Ich habe ihm halt ein paar auf die Fresse gehauen. Ich meine, das war halt so eine Reflexhandlung. Und, aber dafür, danach war es, ich meine, danach war es doch gegessen eigentlich. Also Sie meinen, bei der Rangelei, wie Sie es nennen, da muss der Faden irgendwie abgerissen sein von dem Ja, Problem, ich meine, da gab es so eine kleine Rangelei und dann, keine Ahnung, hat er mir halt den Faden vom Pulli abgerissen. Das kann ja passieren. Aber danach war die Sache dann auch geklärt. Also, wir haben das halt unter Männer geregelt, haben danach irgendwie dann noch geredet, haben uns die Hand drauf gegeben und das war's dann auch. Dann war es auch zwischen uns beiden geklärt. Was heißt das war's? Wie ging es weiter? Sind ja, Sie wieder gegangen, oder? Und da war Carsten Lehmann noch am Leben? Da war Carsten Lehmann noch am Leben, der stand in der Balkontür. Das heißt, der wahre Täter muss also kurz nach meinem Mandanten gekommen sein. Und wo hat der Streit zwischen Ihnen genau stattgefunden? Ich meine, das müsste im ersten Stock gewesen sein, also da, wo später irgendwann mal das Schlafzimmer hinkommen soll. Nun hat die Spurensicherung Fingerabdrücke von Ihnen an dem Baugerüst gesichert. Wie erklären Sie Ihnen das? Ja, ich habe mir halt die Aussicht angeschaut und da ist mir halt schwindelig geworden und da muss ich mich irgendwo abstützen. Wissen Sie was? Da sprechen die Spuren eine ganz andere Sprache. Wissen Sie, wenn Sie sich nur an diesem Baugerüst abgestützt hätten, zum Beispiel so, ja? So? So meinen Sie es doch? Ja. Kann gewesen sein, ja. Dann hätte man lediglich die Abdrücke der Handinnenfläche gefunden. Aber wissen Sie, was wir gefunden haben? Wir haben Ihre Fingerabdrücke gefunden. Und die haben wir unten am Baugerüst gefunden. Sie haben sich richtig festgehalten an diesem Baugerüst. Ja, mein Gott, jetzt stellen Sie sich halt an wie ein Mädchen. Dann habe ich mich halt richtig festgehalten. Legen Sie halt jedes Kann Wort Ich kann Ihnen auch sagen, warum Sie sich festgehalten haben. Ganz Bitte. Einfach. Sie haben es deswegen getan, weil Sie nämlich den Carsten Lehmann genau an dieser Stelle über das hüfthohe Gerüst gestoßen haben. Das ist doch blöd. Leider war diese Brüstung zu tief, sie war hüfthoch und er hat das Gleichgewicht verloren. Und wissen Sie, was Sie dann gemacht haben? Dann haben Sie sich an der Brüstung festgehalten und haben nach unten gesehen. 4 Meter in die Tiefe.
und haben kontrollieren wollen, ob Carsten Lehmann wirklich tot ist. Ja, genau, und hat noch einen Freudentanz gemacht, oder was? Ich hätte noch ein paar Fragen eher zu den Hintergründen. Sie sagten vorhin, dass Ihr Bruder damals schon fast trocken war. Ja? Das heißt, er war Alkoholiker. Ja, aber er hatte mit dem Saufen aufgehört. So, wie lange war er denn schon trocken? Ja, so 2 Wochen ungefähr. Wie lange war Ihr Bruder denn alkoholabhängig? Ja, seit ungefähr 4 Jahren. Zu dem Zeitpunkt sind meine Eltern gestorben, oder unsere Eltern. Mein Vater war schwer krank. Und ich glaube, meine Mutter ist dann letztendlich am Kummer gestorben. Bernd hat es nicht wirklich verkraftet. Der ist ja nie drüber hinweggekommen und hat dann halt angefangen zu saufen. Und so wie es halt dann nun mal geht, ne? Man verliert seinen Job, er hat seinen Job verloren. Seine Frau hat sich von ihm getrennt. Ich meine, ich konnte es ja verstehen. Sie hat ihn vor die Wahl gestellt, entweder Alkohol oder ich. Ja, und seine Sucht und ich glaube auch sein Schmerz haben dann eben eine Entscheidung für ihn getroffen. Aber ich konnte seine Frau auch gut verstehen. Ich meine, ich kenne Bernd und ich weiß auch, wie er ist, wenn er besoffen ist. Da ist er unerträglich. Aber er wollte dann vom Alkohol loskommen. Der hat total krass, also wie wenn ihm einer einen Schalter umgelegt hätte, von heute auf morgen hat er keinen Tropfen mehr getrunken. Bis die beiden Vollspasten gekommen sind und ihm Bier unter der Nase rumgewedelt haben. Moment, was mit Ihnen denn? Also ich muss den unbedingt sprechen. Ich habe was gefunden. Also, was müssen Sie wählen? Das ist doch hier die Verhandlung von dem, über den Tod von Carsten Lehmann. So, Seelhoff, was ist denn da los? Tut mir echt leid. Ich bin einfach reingekommen jetzt gerade. Entschuldigung, Herr Richter. Das ist doch hier die Verhandlung über den Tod von Carsten Lehmann. Ist das richtig? Ja, ich bin die Franziska Lehmann. Und, also ich bin die Schwester von dem Carsten Lehmann. Um dessen Tod es jetzt geht. Und ich hab einen Brief gefunden beim Aufräumen gestern hinter der Schlafzimmer. Kommode vom Carsten. Und dann geben Sie mir doch bitte mal den Brief, bevor wir hier lange umreden. Ja. Moment, der ist doch hier irgendwo. Ich habe den doch gerade eben noch gehabt. Das gibt's doch gar nicht. Nee, das ist ja auch nicht. Was ist denn das hier? Also da stand für Martin drauf und ich glaube nämlich, also ich bin ganz, ganz überzeugt davon, dass dieser Martin viel mehr mit dem Tod von Carsten zu tun hat. Eine entscheidende Frage ist natürlich, wo haben Sie denn jetzt bitte schön den Brief? Es könnte sein, dass der im Auto aus der Tasche gefallen ist. Wissen Sie, was dann clever wäre? Wenn Sie da nochmal hingehen und den holen, würde ich sagen. Ja, bitteschön. Also, holen Sie den Brief und dann warten Sie einfach draußen, bis Sie zur Vernehmung aufgerufen werden. Ja. Frau Lehmann, bis später. Also, auch wenn diese Dame nicht besonders gut organisiert ist, vielleicht ist sie ja wirklich auf der richtigen Fährte. Und dieser Martin Egger hat im Todesfall Bernd Baumgartner eine viel größere Rolle gespielt als bekannt. Und vielleicht wusste das ja der Herr Lehmann. Und deshalb musste er sterben. Im Moment vielleicht eher Spekulation, was Sie da sagen. Gibt es denn noch Fragen an den Angeklagten? Keine Fragen. Herr Baumgartner, dann nehmen Sie bei Ihrem Verteidiger Platz. Anna Lehmann, bitte schön, wir treten in die Beweisaufnahme ein. Frau Lehmann, guten Tag. Ja, bitte nach vorn. Nehmen Sie da Platz. Ich muss Sie zuallererst mal belehren, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Anna Lehmann, 29 Jahre alt, Sie wohnen in Murnau am Staffelsee, Sie sind verwitwet, Sie sind Kellnerin, zurzeit sind Sie im Mutterschutz. Ist, glaube ich, auch bald soweit, so wie es aussieht. Sie sagen, wenn Ihnen das zu viel wird, dann können wir auch eine kurze Pause machen. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Frau Lehmann, Sie wissen natürlich, worum es heute hier geht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Ihren Ehemann Carsten am 18. September diesen Jahres vor dem Baugerüst gestoßen zu haben. Und zwar deswegen, weil er ihren Mann für den Tod seines Bruders Bernd, der im Augustjahr nach starkem Alkoholgenuss verstorben ist, verantwortlich gemacht hat. Das ist Ihnen alles soweit klar. Sie haben ja an dem Abend, an dem Bernd Baumgartner starb, in dieser Kneipe Zellereck gearbeitet, in der sich die drei getroffen haben. Also der Martin Egger, ihr Ehemann und der Bernd Baumgartner. Ja, das ist richtig, ja.
Jetzt hat der Angeklagte uns gerade erzählt, dass Sie ihm erzählt haben, was an dem Abend, also das war der 2. August 2008, in der Kneipe alles passiert ist. Ja, das ist richtig. Ich habe die drei ja bedient an dem Abend. Ich habe da ja gearbeitet an dem Abend. Und naja, es war so, die drei haben sich schon gefunden. Also es war, sie waren sehr enge Kumpels und sie hatten eigentlich eine gemeinsame Leidenschaft, das Kartenspielen und das Saufen. Und die waren alle drei hart drauf. Aber der Bernd, der war schon eine Spur härter als der Martin und der Carsten, weil, also der hatte schon ein richtiges Alkoholproblem. Ja, das er allerdings aber in den Griff bekommen wollte, oder? Ja, das ist richtig. Er hat von einem Tag auf den anderen nichts mehr getrunken. Und das war schon bewundernswert. Und wir waren alle sehr überrascht, dass er es auch so gut durchgehalten hat. Und es war eigentlich eine sehr fiese Angelegenheit, dass, naja, mein Mann Carsten und sein Freund Martin eigentlich ihren Saufkumpan Bernd sehr vermisst haben. Und sie wollten ihn zurückhaben. Und dann haben sie sich eben diese Geschichte ausgedacht, dass sie ihn also ins Zellereck bestellt haben und ihm erzählt haben, sie müssten was Wichtiges mit ihm besprechen. Und auf so einen Scheiß kommen kann. Ja, und da haben sie sich dann halt diese blöde Geschichte überlegt und ihn abgefüllt an dem Abend. Wie muss ich mir das vorstellen? Naja, sie haben sich dort hingesetzt und dann haben mein Mann Carsten und der Martin halt ständig Alkohol bestellt bei mir und oder auch geholt und haben das Bernd unter die Nase gehalten und haben ihm dann immer gesagt, er ist kein richtiger Kerl, weil er nicht trinkt und er ist ein Weichei und ein Waschlappen. Und irgendwann hat dann der Bernd das nicht mehr aushalten können und hat dann eben zugegriffen und hat dann angefangen zu trinken und leider dann auch richtig getrunken. Und irgendwann hat er dann auch diese Grenze überschritten, war dann sehr betrunken. Richtig fies und mies, oder? Ja. Ihr Mann und der Martin Ecke, haben die auch getrunken? Ja, die haben schon getrunken, aber nicht so harte Sachen wie der Bernd. Anna, mein Gott. Ihr wart alle nüchtern, während mein Bruder sich totgesoffen hat. Mensch, warum hast du denn nichts gemacht? Warum hast du überhaupt Alkohol ausgeschenkt? Du wusstest doch, dass er trocken ist. Sebastian, dein Bruder, der ist volljährig gewesen und ich bin nicht sein Kindermädchen. Und wenn er bei mir was zu trinken bestellt, dann kann ich ihm auch nicht sagen, du kriegst hier nichts. Er ist auch für sich selbst verantwortlich. Und wenn er sich entscheidet zu trinken, was soll ich denn da machen? Anna, du hättest es verhindern können. Ach, Quatsch, hätte ich nicht. Wie denn? Ja gut, sie hätten schon sagen können, du bekommst hier keinen Alkohol. Ja, das habe ich auch gemacht irgendwann. Aber dann ist der Bernd so aggressiv geworden und du kennst ihn, wenn er aggressiv wird. Ja, er rastet dann krass aus. Natürlich kenne ich ihn, wenn er besoffen ist. Aber es wäre deine Pflicht gewesen, verdammte Scheiße, ihm nichts zu geben. Ach. Nichts. Du wusstest, dass er trocken ist. Ich... Es war für mich auch eine ganz schwierige Situation. Und aus dem Grund habe ich auch meinen Mann dazu verdonnert, dass er eben sich um Bernd zu kümmern hat und den Bernd nach Hause bringen soll. Und hat ja wunderbar funktioniert, dein Plan, ne? Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass drei erwachsene, volljährige Männer es nicht hinkriegen, die 10 Minuten, die Bernd um die Ecke gewohnt hat, dass sie das nicht hinkriegen, ihn nach Haus zu bringen. Also Entschuldigung, aber ich bin ja auch nicht das Kindermädchen dort. Ja, aber da haben Sie leider falsch gedacht. Der Martin Egger, der hat sich gleich aus dem Staub gemacht. Ja. Ja, und Ihr Mann, der hat den Herrn Baumgartner schlichtweg auf der Parkbank hocken lassen. Wann haben Sie dann davon erfahren, dass er da auf einer Parkbank verstorben ist? Am eigenen Erbrochenen? Eigentlich am selben Abend. Also ich bin nach meinem Dienst im Zellereck nach Haus gekommen und dann kam der Carsten auch kurze Zeit später und ich habe ihn gleich gefragt, wie es gelaufen ist mit Bernd, weil ich mir natürlich Gedanken gemacht habe. Ich habe ja Bernd gesehen in seinem Zustand und mein Mann hat mir dann irgendwas erzählt und ich habe gleich gemerkt, dass er lügt, wie so oft in letzter Zeit. Und dann habe ich, als ich dann erfahren habe, dass er den Bernd einfach dort auf die Parkbank gesetzt hat, hat ihn wieder losgeschickt und hat gesagt, er soll sich darum kümmern, dass der Bernd ins Bett kommt. Und dann ist er los und 15 Minuten oder 20 Minuten später kam dann mein Mann wieder nach Hause, völlig aufgelöst und sagte mir irgendwas von, Bernd sei tot. Ja. Also wenn sich das Ganze so zugetragen hat, wie Sie es gerade schildern, dann hätten sich natürlich Ihr Mann und der Martin Ecker sehr wohl strafbar gemacht. Ich meine, bei exzessivem gemeinsamen Trinken, wenn einer sich so weit trinkt, dass er im Vollrausch ist, dann haben die anderen, wie die Juristen sagen, eine Garantenpflicht. Das heißt, die müssen sich darum kümmern, dass dem nichts passiert, dass er im Ernstfall gut nach Hause kommt oder gar zum Arzt in die Klinik kommt. Ja, und wenn man anderen zum Trinken animiert hat, dann erst recht. Ja, ich weiß. Ja. Jetzt unterscheidet sich aber Ihre heutige Version ganz massiv von dem, was Sie bei der Polizei ausgesagt haben. Und zwar
in dem damaligen Verfahren zum Tod von Bernd Baumgartner vorhalb Blatt 42 der Akten, der beigezogenen Akten, da steht nämlich, dass sie damals ausgesagt haben, dass der Bernd Baumgartner die Getränke von sich aus bestellt hat und dass er ganz allein nach Haus gegangen ist. Ja, das mit dem Getränke selbst bestellen, das stimmt ja auch zum Teil, aber an dem Abend, da, ich wollte einfach meinen Mann nicht reinreiten, ich wollte ihn einfach decken und als dann die Polizei kam in die Kneipe, Bernd war ja schon tot, dem konnten wir nicht mehr helfen und dem hätte auch eine andere Aussage nichts mehr genutzt und ich habe dann einfach die Sache ein bisschen schön geredet, als die Polizei bei mir in der Kneipe war. Ja, ich hatte einfach ein schlechtes Gewissen jetzt und wollte auch mit mir wieder ins Reine kommen. Und deswegen habe ich einfach den Sebastian angesprochen, weil Sebastian kam jeden Tag und löcherte mich und fragte, was ist denn da passiert? Und ich soll es ihm bitte sagen. Und mir ging es wirklich nicht gut damit. Und naja, wissen Sie, als ich meinen Mann dann mit dieser Dorfschlampe erwischt habe und er mich sozusagen also hintergangen hat, da gab es auch keinen Grund mehr, ihn wirklich zu decken. Sie meinen die Kathleen Ulrich und dann nennen Sie sie bitte auch so und nicht mit beleidigenden Ausdrücken. Ja, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Wie sind Sie eigentlich und mein Mandant nach dem Gespräch eigentlich verblieben? Ja, eigentlich gar nicht. Der Sebastian ist, ich war noch nicht mal komplett fertig, aufgesprungen und ist aus dem Café gelaufen, wo wir uns getroffen hatten und hat sein Cappuccino auch nicht gezahlt und ist gleich losgestürmt. Mhm. Ich denke zu meinem Mann, er rief die ganze Zeit, er will die beiden umbringen und er wird Martin und Carsten, die werden dafür büßen. Und ich denke einfach, dass er nach unserem Gespräch zu meinem Mann ist und eben... Frau Lehmann, haben Sie eigentlich etwas davon mitbekommen, dass Ihr Mann vorhatte, sein Leben komplett umzukrempeln, nachdem Sie ihn rausgeworfen hatten? Nee, davon habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Nein. Das ist mir auch völlig neu. Dann haben Sie auch nichts davon mitbekommen, dass er vorhatte, Ihr gemeinsames Haus fertigzustellen und dass er vorhatte, zur Polizei zu gehen und sein Gewissen zu erleichtern hinsichtlich des Todes von Bernd Baumgartner? Nee, das habe ich nicht gewusst. Ich habe das alles von der Schwester Ihres Mannes erfahren. Von der Franzi. Franzi hat den Carsten auch immer schon besser hingestellt, als er eigentlich war. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass er sich wirklich geändert hat. Martin! Franziska! Hallo, dich habe ich ja schon ewig nicht gesehen. Ja, ich habe mir Urlaub genommen. Das Ding mit den beiden ging mir doch ziemlich an die Nerven. Du weißt ja, Bernd und Carsten waren meine besten Freunde. Ja, du, sag mal ganz ehrlich, hast du was zu tun mit Carstens Tod? Was? Natürlich nicht. Entschuldigung, ich wollte es nur wissen, weil ich habe diesen Brief gefunden, der ist an dich von Carsten. Das ist komisch, Carsten hat mir nicht Briefe geschrieben. Ja. Hast du da schon reingeguckt? Nee, natürlich nicht. Also, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich will ihn unbedingt dem Richter zeigen, weil wahrscheinlich gibt er vielleicht auch... Ja, aber der ist an mich adressiert, der Brief, oder? Ja. Da wäre es doch besser, wenn ich ihn vorher lesen würde, oder? Ja. Danke. Oh, bitte. Den musst du unbedingt dem Richter mitbringen, okay? Wir sehen uns nachher. Du bist jetzt... Ja, mach dir keine Sorgen, ich bringe ihn wieder nach oben. Ja? Okay, mhm. Ich gehe dann mal. Bis später. Bis später. Oh, Scheiße. Danke, Scheiße. Haben Sie noch Fragen? Keine Fragen an die Zeugen. Ja, danke schön. Dann bleiben Sie unvereidigt, dürfen gerne bitte da hinten Platz nehmen. Wenn es Ihnen zu viel ist, können Sie auch gerne mal kurz an die frische Luft rausgehen. Der Zeuge Martin Ecker, bitte schön. Martin Ecker, bitte. Herr Vorsitzender, der Zeuge ist nicht erschienen, aber die Franziska Lehmann wäre schon wieder da. Na, dann nehmen wir die zunächst einfach. Ja. Frau Lehmann, kommen Sie mal bitte rein. Jetzt sind Sie dran. Gehen Sie mal nach vorne, bitte. Komisch, dass der Martin nicht da ist. Hoffentlich ist er mit dem Brief nicht abgehauen. Den habe ich ihm nämlich gegeben, weil der war ja eigentlich an ihn adressiert. Das heißt, Sie haben den Herrn Ecker gerade getroffen, oder? Gerade in der Tiefgarage, ja. Also, hoffentlich ist er mit dem nicht abgehauen. Vielleicht ist er nur kurz auf die Toilette. Ja. Oder Sie müssen in der Kantine den unbedingt finden, nicht, dass da irgendwas ganz Schlimmes über den Brief steht. Also keine Sorge, ich kümmere mich. Also nehmen Sie doch einfach mal Platz. Jetzt erst mal zu Ihnen.
Als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie strafbar machen, ja? Sie heißt Franziska Lehmann, 29 Jahre alt. Sie wohnen in Munna am Staffelsee. Mhm. Sind ledig, Landwirtin, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Sie wissen, worum es heute geht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 18. September 2008 ihren Bruder Carsten von dem Baugerüst gestoßen zu haben. Ja, ich weiß. Mhm. Aber das glaube ich nicht. Also jetzt, nach dem, was Sie bei der Polizei ausgesagt haben, waren Sie kurz nach der Tat in dem Hotel, in dem der Angeklagte arbeitet, und haben ihn da an der Rezeption getroffen. Ja, weil bei uns sind Verwandte gekommen, also die wollten kommen und die haben sich zum Besuch angekündigt. Aber der Carsten, nachdem der rausgeflogen ist, der ist ja dann bei mir und unseren Eltern wieder eingezogen. Und dann wäre es ein bisschen eng geworden und deswegen bin ich dann zum Basti gegangen, um dort in dem Hotel zwei Zimmer zu reservieren. Also für die Verwandten? Ja. Genau. Um wie viel Uhr waren das circa? Ich denke so gegen 19 Uhr vielleicht. Und welchen Eindruck hat der Angeklagte da auf Sie gemacht? Ja, das ist ja das, warum ich das mir überhaupt nicht vorstellen kann, warum ich das einfach nicht glaube. Der war nämlich vollkommen gut drauf, total entspannt und hat einen völlig relaxten Eindruck gemacht auf mich. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich kenne den seit dem Kindergarten. Und wenn der sich eine halbe Stunde vorher meinen Bruder aufs Gewissen geladen hätte, dann hätte der mir nie so gegenübertreten können. Also das macht er nicht. Dazu ist er doch viel zu ehrlich. Erklären Sie uns doch mal, warum Sie davon überzeugt sind, dass der Angeklagte eben nicht der Täter ist. Ja, also ich bin mir ganz sicher, dass das der Martin Egger war und dass der Brief vom Carsten an den Martin das bestätigen wird. Also ich habe ihn zwar noch nicht gelesen, aber ich bin mir ganz sicher. Wie kommen Sie denn darauf, dass der Martin Egger der Täter sein soll? Das kann einfach nicht der Basti gewesen sein. Und zwar war der Carsten immer bei uns, nachdem die Anna ihn ja rausgeschmissen hat, was ich auch irgendwo verstehen kann. Und dadurch, dass wir dann viel miteinander Zeit verbracht haben, weil er bei uns gewohnt hat, haben wir natürlich auch viel mehr Gespräche geführt. Und er war da total offen und hat auch wirklich über die Sachen geredet, die nicht so gut gelaufen sind. Und es kam vor allem durch, dass er unter der Trennung wahnsinnig gelitten hat. Und er wollte alles tun, alles, um die Anna wieder zurückzugewinnen. Und dann wollte der auch zur Polizei gehen. Und wenn der das gemacht hätte, dann wäre der Martin Egger genauso dran gewesen wie er. Also er wollte zur Polizei gehen und wollte sich offenbaren, was den Tod von Bernd Baumgartner betrifft. Ganz genau, das hat er vorgehabt, ja. Herr Vorsitzender, Entschuldigung. Ja. Zeuge Egger ist wieder aufgetaucht. Wunderbar, danke schön. Martin Egger, der wollte seinen Freund Carsten Lehmann aus dem Weg räumen. Und da hatte ja mein Mandant wunderbare Vorarbeit geleistet, nachdem er ihn geschlagen hatte und Spuren hinterlassen hatte. Und damit sind wir wieder im Bereich der Spekulationen. Gibt es noch Fragen? Ich würde dann lieber mit dem Martin Egger selbst sprechen. Keine Fragen mehr, danke. Martin Egger, bitte schön, danke schön. Sie bleiben unvereidigt und dürfen hinten Platz nehmen. Herr Egger, bitte. Bitte, Sie sind dran.